Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Herzlich willkommen zur Katalogtour vom neuen Mini-Katalog Januar-April 2024 und den Celebration Flyer. Ich erkläre euch heute alles, vor allen Dingen die Celebration. Ich zeige euch die neuen Produkte im Katalog, meine Favoriten und halt alles, was so dazugehört. Wenn ihr euch den Katalog in Papierform sichern möchtet und ihn noch nicht habt, beziehungsweise wenn ihr hier neu seid, neue Kunde, wie auch immer, dann könnt ihr unter dem Video gerne mal schauen. Da habe ich ein Katalogbestellformular verlinkt. Da könnt ihr gerne draufklicken. Da müsst ihr einfach nur eure Adresse eintragen und eben, was ihr für einen Katalog haben möchtet. Und wer sagt, ich brauche den nicht in Papierform, der kann sich gerne die PDF anschauen. Die findet ihr auf meinem Blog. Auch der ist unter dem Video in der Infobox verlinkt. Dann könnt ihr da online ein bisschen, beziehungsweise am PC ein bisschen durchblättern. Und ich möchte euch eben heute zeigen, was hier so drin ist. Ab heute kann wild bestellt werden. Die Celebration ist ja die beliebteste Zeit im Jahr, denn da gibt es Geschenke 2 Monate lang vom 4. Februar bis zum 4. Januar bis zum 29. Februar, quasi 2 Monate. Und ihr könnt euch pro 60 Euro Warenwert ein Geschenk sichern. Für 120 Euro Warenwert gibt es 2 Geschenke oder eben ein großes. Für 180 Euro Warenwert könnt ihr euch 3 60er Geschenke oder ein 120 Euro und ein 60 Euro Geschenk sichern und immer so weiter. Und mein Tipp für alle, die eben ein bisschen mehr bestellen wollen, dann bestellt für 240. Das ist so der perfekte Wert, denn da kommt ihr über 200, das heißt, ihr bekommt ab 200 Euro Freibetrag und habt bei 240 auch 4 Celebration-Geschenke. Oft sehe ich es dann, dass nur auf die Geschenke geachtet wird, dann viele bestellen dann für 180 Euro, dann denke ich mir so mal, oh, knapp an den 200 vorbei, wo es dann eben den Freibetrag gibt. Und dann gibt es wieder welche, die bestellen für 220, wo ich dann denke, schade, ey, noch 20 Euro mehr und es wäre wieder ein Geschenk gewesen. Also 240 ist so die Summe, die sich am meisten lohnt. Natürlich könnt ihr im Endeffekt machen, was ihr wollt, beziehungsweise was euer Portemonnaie hergibt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Und ich blätter jetzt mal hier durch, zeige euch den Celebration Flyer und spreche einfach so ein bisschen, ne, was man machen kann oder was wichtig ist, wie auch immer. Ich finde dieses Mal, ich mache mal das hier drunter raus, das Design ganz toll. Das spricht mich richtig an, auch mit den Schriften, mit den Pfeilen. Es wird immer jedes Jahr ein bisschen verständlicher. Es kommen ja oft noch viele Fragen auf. Aber ich denke, so langsam ist es so abgebildet, dass es auch wirklich gut einfach verständlich dargestellt ist. Und zwar haben wir einmal hier dieses Melonen-Set für 60 Euro Warenwert. Ihr könnt hier in dem Kreis immer sehen, wie viel Warenwert ihr haben müsst, um das jeweilige Produkt zu bekommen. Und immer, wo hier Fett gratis steht, da ist halt auch ein neues Produkt. Hier in der Mitte seht ihr einfach nur Beispiele und auch hier, da steht immer, was hier verwendet wurde. Produktpaket Platz an der Sonne, das findet ihr dann im Frühlingskatalog, Stanzform modernes Oval, das ist im Jahreskatalog. Ja, nee, doch. Und genau, 2 Produkte für jeweils 60 Euro. Hier haben wir das Designerpapier, was zu den Wolkenset eben passt. Das ist übrigens wunderschön, habt ihr richtig tolle Blumenseiten. Schaut euch gerne mein Auspackvideo an, Nummer 2, da habe ich das gezeigt. Wenn ihr die Papiere mal von näher sehen wollt, das hier war im Auspackvideo Nummer 1 zu sehen. Auch das Designerpapier gibt es gratis bei 60 Euro Warenwert. Hier unten ist ein Schleifenband für 60 Euro Warenwert gratis. Ein Willkommen auf der Welt, ein Stempelset für Babys, Neugeborene, wie auch immer. Auch für 60 Euro Warenwert. Dann geht es weiter mit dem tollen Designerpapier, auch 60 Euro Warenwert. Hier unten verstecken sich Schmucksteine, opake facettierte Schmucksteine. Ich kann mich nicht erinnern, hatten wir sowas schon mal in der Celebration? Ich glaube nicht. Also das ist cool, sowas braucht man immer.
hier ein Designerpapier, ein bisschen romantisch, vielleicht für einen Valentinstag oder für eine Hochzeit. Viel auch mit Gold, richtig schön, auch für 60 Euro. Dann ein sehr schönes Stempelset für viele Gelegenheiten, gut zu gebrauchen. Mein Tipp, ich habe jetzt hier keinen englischen Flyer, aber manchmal, es gibt ja auch einige unter euch, die englische Sprüche nutzen, dann schaut euch gerne auch mal die englischen Varianten an. Vielleicht mögt ihr dann auch beide oder Deutsch oder Englisch, je nachdem. Man kann so viel, ne, wenn ihr jetzt sagt, ich bestelle für 300 Euro, ihr könntet theoretisch auch nur dieses Designerpapier als Gratisartikel nehmen. Also man muss jetzt nicht irgendwas nur von einer Sorte eins nehmen. Man kann das, wie man möchte, auswählen. Apropos auswählen, ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht wird es noch verbessert. Wir haben schon Vorschläge gegeben. Wenn ihr im Onlineshop bestellt, dann könnt ihr die Celebration-Artikel, die Geschenke, erst auswählen, wenn ihr auf Bestellen geklickt oder Bezahlen geklickt habt. Das verwirrt leider und ist in meinen Augen nicht so günstig gemacht. Aber immer erst auf Bezahlen klicken und dann kommt die Auswahl der Celebration-Geschenke. Da habt ihr dann so ein bisschen eine Auswahl an mit Bildern, da könnt ihr einfach anklicken, was ihr haben möchtet. Das wiederum ist sehr gut gemacht, aber man hat immer so die Panik, jetzt klicke ich auf Bezahlen, aber ich habe meine Geschenke noch nicht eingegeben. Aber in dem Fall ist das so. Hier haben wir das Designerpapier Werkzeuge, was eben auch zu dem Produktpaket aus dem Frühlingskatalog passt. Auch für 60 Euro. Ein Tierset, ein Stempelset mit Tieren, auch für 60 Euro. Und dazu gehören die Stanzformen. Und das ist jetzt der erste Artikel, den gibt es für 120 Euro Warenwert. Also wenn ihr jetzt für 180 oder für 200 oder wie auch immer bestellt, dann könnt ihr euch diese beiden Sachen zusammen holen. Dann, das passt eben zusammen. Da kann man dann die Tiere ausstanzen und natürlich auch noch mehr. Ein bisschen hier so ein Baum, ein Blattwerk und was auch immer. Dann der nächste 120 Artikel, das ist das Stempelset plus die Prägeform. Die liegt hier, die habe ich schon mal einmal benutzt für eine Karte. Und noch ein Stempelset für 120 Euro Warenwert, das Dale Dogwood. Ich glaube, Dogwood ist diese Pflanze hier, das ist, glaube ich, ein großer Baum. Ja, und 120 Euro Warenwert ist eben, weil die Sachen halt mehr sind wie oder größere, mehr Stempel oder hier halt noch die Prägeform dabei. Deswegen braucht man da eben mehr Warenwert. Dann, wenn ihr gerne einsteigen möchtet, natürlich am liebsten in mein Team. Ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr also selber Demonstratorin oder Demonstrator werden möchtet und in der Celebration einsteigt, dann gibt es immer was obendrauf, etwas extra. Grundsätzlich immer gilt, wer einsteigen möchte, muss sich das Starter-Set kaufen. Das kostet 129 Euro und ihr könnt euch Waren im Wert von 175 Euro aussuchen. Das heißt, ihr habt da eh schon immer Artikel gratis. Und in der Celebration habt ihr noch die Option 1 und 2. Also ihr könnt euch entweder die Glasunterlage mit Zubehör aussuchen, dann habt ihr eine Glasmatte, so wie hier das Papier als Unterlage, nur eben aus Glas. Das ist total schön, wenn man zum Beispiel mit den Pinseln arbeitet oder viel mit Wasser oder Aquarell macht oder eben auch so. Die Unterlage ist dann wahrscheinlich auch schneidfest. Also als Unterlage, ihr habt denn hier noch ein Tuch zum Saubermachen und ihr habt hier eine Silikonmatte, wo man kleine und große Stempelkissen rein platzieren kann, wo ihr hier so ein Feld habt zum Mischen, wo ihr einfach mit Wasser und Farben spielen könnt. Das wäre die Option 1. Das hat einen Verkaufswert von 74 Euro, also das würde es noch obendrauf gratis geben. Oder wenn ihr sagt, ich brauche das nicht, dann könnt ihr euch noch ein zusätzlich Produkte im Wert von 29 Euro aussuchen. 39, Entschuldigung. Also entweder die Unterlage oder eben zusätzliche Produkte im Wert von 39. Das heißt, in der Celebration lohnt sich halt das Einsteigen immer mehr. Falls ihr da irgendwie noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, dann beantworte ich da eure Fragen. Jetzt geht's zum Katalog. Wie gesagt, ich finde ihn sehr schön gestaltet. Mir gefällt das hier, mit denen, wie die Bilder angelegt sind. Mir gefallen die Schriften. Hier ist erstmal so ein bisschen Vorwort. Dann geht es schon weiter mit den Bienen.
Die finde ich sehr, sehr süß. Da habt ihr eine Handstanze mit Stempelset und dem passenden Papier. Ihr habt immer eine Zusammenfassung hier für das Produktpaket. Wenn ihr das nutzt, könnt ihr 10% sparen. Wenn ihr aber sagt, ich möchte jetzt nur die Stanze, dann ist das eben hier nochmal einzeln aufgeführt. Beziehungsweise auf der nächsten Seite. Also hier habt ihr immer das Paket und hier ist nochmal die Stanze einzeln und hier ist das Stempelset einzeln. Das ist wirklich sehr, also ich würde sagen, so ein gute Laune Produktpaket. Ist auch sehr gut als Sprechblase nutzbar, dieses Stanzteil, was so der Bienenkörper sein soll, und die Flügel sind natürlich auch ein Herz. Also man muss nicht notgedrungen da nur eine Biene rausmachen, das kann man auch abwandeln. Hier habt ihr einen Briefkasten, auch sehr, sehr schön. Bei den Stanzformen ist auch noch ein kleiner Brief dabei, den man falten kann. Und auch der Briefkasten, den kann man so auf- und zuklappen. Das ist auch sehr süß, mit kleinen Herzen. Niedlich. Da kann man dann Post mit Post verschicken sozusagen. Das hier kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Haben wir ja schon im Sortiment gehabt. Jetzt ist es nochmal hier im Katalog. Und das ist die schöne Überraschung. Das habe ich euch ja im Auspackvideo schon gezeigt. Das ist richtig cool. Wir haben es auch erst auf den zweiten Blick gesehen beim Durchgucken. Man kann nämlich hier die Stanzformen, die sind an manchen Seiten, haben die ein Loch und somit stanzt es da nicht aus und dann bleibt es quasi hier in Kontakt, aber da habt ihr so ein Teil zum Ziehen dran und dann könnt ihr das abziehen und dann habt ihr quasi darunter wie so ein Guckfenster. Gibt es dann mit Herz und Sprechblase. Sehr, sehr schön für so Botschaften. Und hier auch nochmal so, sieht aus wie so ein Wurm, so ein Abreißstreifen. Aber an sich auch das Stempelset hat schöne Sprüche, hat eine schöne Schrift. Aber das ist nochmal so ein kleiner Clou. Dann haben wir hier die Kollektion Ewige Liebe. Eine sehr schöne Farbkombination, wie ich finde. Blütenrosa, Malve, Faungrün, Vanille und Goldmetallic. Das Papier habe ich schon, den Rest noch nicht. Auch so schöne, zarte, filigrane Stanzform. Hier habt ihr wieder vorgefertigte Karten und Umschläge. Ist auch immer schön. Auf der nächsten Seite seht ihr eben das Stempelset immer noch mal in groß. Eine romantische Schrift, schön für eine Hochzeit, in Liebe verbunden. Glückwünsche zur Hochzeit. Für eure gemeinsame Zukunft wünschen wir euch alles Gute. Und wir heiraten, also man kann auch die Einladung dann damit gestalten. Dann haben wir hier Friedlicher Hain, so heißt das Produktpaket. Eine richtig schöne Stanzform. Also hier sieht man sie auch. Da kann man so ein Blick in den Wald, würde ich sagen, ausstanzen. Schöne filigrane Zweige sind hier noch dabei. Schöne Schichten. Das ist wirklich eins meiner Highlights. Denn hier könnt ihr Buchstaben prägen und gleichzeitig ausstanzen. Und wenn ihr mögt, mit der Walze auch noch einfärben. Und das gleiche geht auch hier mit den Herzen. Das sind zwei Hybridprägeformen. Das ist sehr cool, aber da werde ich auf jeden Fall ein Video zu machen. In Englisch und in Deutsch, also je nachdem, was ihr da bevorzugt. Dann haben wir hier nochmal so ein Landschaftsstempelset. Ohne eine passende Stanzform. Produktpaket filigrane Fahne, manchmal sind es auch Zungenbrecher. Habt ihr hier eben solche Rahmen dabei, wo auch gleichzeitig dann die Sprüche reinpassen. Dann, ich glaube, das ist so eine Reihe, die wird den meisten gefallen, Lavendelblüte. Erstens mal liebe ich Lavendel so schon. Ich liebe den Duft und auch an sich. Die Pflanze, die Farbe, was auch immer. Aber das Produktpaket ist einfach toll. Das hat auch so ein, wie so ein zartes Kraftpapier im Hintergrund. Dann habt ihr hier diese schönen Rahmen und passenden Sprüche. Das ist wirklich sehr schön. Hier könnt ihr nochmal die Stempel in groß sehen.
In dem hier ist kein Spruch, da habt ihr nur die Pflanzen. Und dann eben hier das ergänzende Sprücheset. Hier ist auch so ein Loch dabei für so eine Tasche, auch cool, wenn man sowas mal hat. Dann haben wir hier ein Lilien-Set. Ja, ich denke mal, also zumindest heißt es Easter Lilies, Osterlilien, genau. Und hier ein Osterproduktpaket, was ich glaube auch vielen von euch gefallen wird. Ihr habt hier die Eier, die man ausstanzen kann. Ihr habt Zickzackform, damit man die halbieren kann. Man kann sie quasi so aufklappbar machen. Also das ist sehr, sehr vielseitig und auch schön, wenn man mit Kindern arbeitet, denke ich. Ihr habt dann hier die Ostereier, die ihr stempeln könnt und eben auch ausstanzen könnt. Der Hase ist sehr süß und auch das Motiv hier mit den Hasen. Für dich, Hasi, ist auch niedlich. Also ich glaube, das kommt gut an. Ich gebe euch nur den Tipp, weil das ist leider oft so. Bestellt es euch so früh, wie es geht, weil 3 Wochen vor Ostern ist schwierig. Also oft sind solche speziellen Produkte, die so auf eine Jahreszeit abgestimmt sind, wo es dann auch nur eins von gibt, oft dann ausverkauft, wenn es zu dieser Jahreszeit kommt. Also wenn ihr sagt, ich bastel, ich möchte unbedingt für Ostern basteln, das weiß ich jetzt schon, dann holt das euch zuerst. Also ihr ärgert euch sonst, wenn es dann ausverkauft ist, wenn es gilt. Das habe ich ja auch schon, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ihr habt bei den Stanzformen nichts, wo ihr jetzt direkt dieses Nest oder die Tasse ausstanzen könnt, sondern ihr habt eben so, ich hatte es doch eben noch hier, ich habe doch damit auch schon gebastelt. Ihr habt dann solche Kreise und Rechtecke, die das eben so ausstanzen. Und das ist auch mal cool. Also ihr habt 2 Sachen. Ihr habt dann das hier und das hier, wenn ihr damit ausstanzt. Dann haben wir hier Blaubeeren. Blueberry Bunches. Das ist nur ein Stempelset. Hier geht es weiter mit einer Torte. Da könnt ihr Torten schichten, wie ihr mögt. Schoko, Erdbeer, was auch immer. Schön so in so zarten, in so einem zarten Abdruck. Hier sind auch nochmal die Kreise genutzt von eben. Ja, da gibt es aber auch keine Stanzform zu. Also hier die Tortenplatte. Ich habe gerade gedacht, ist die ausgestanzt? Nee, die ist embossed. Dann haben wir hier so einen Blumenwagen. Blumenstand. Produktpaket am Blumenstand. Auch total niedlich. Könnt ihr euch hier den Wagen zusammenstellen, verschiedene Blumen reinpacken. Hier unten die Stanzform. Fahrt durch die Lüfte. Da habe ich ja bisher nur das Papier, die Accessoires hier. Da hole ich mir aber auf jeden Fall noch den Heißluftballon. Ich habe jetzt schon wieder so schöne Sachen damit gesehen. Aber auch nur das Papier ist toll. Das hat nämlich so richtige Frühlingsfarben, wie ich finde. Sehr, sehr schöne Farben. Gute Launefarben. Ihr könnt das nochmal sehen. Könnt ihr euch die Heißluftballone, Ballons stempeln, wie ihr mögt. Es gibt auch so tolle Rausziehkarten oder so Fahrkarten, wo dann der Ballon in irgendwelche Richtungen geht. Oder hier mit dem Herz, was dabei ist, könnt ihr so ein 3D-Element machen. Für eure gemeinsame Reise ins Glück wäre auch für eine Hochzeit schön. Oder wenn man tatsächlich eine Reise oder irgendwas verschenkt, ne? Hier kommt etwas Rückenwind, hoch sollst du leben, alles Gute, also auch für den Geburtstag. Das ist sehr, sehr schön und das ist eben auf diese, wo habe ich sie denn? Ich suche sie gerade. Sie ist weg, ich habe sie doch. Ne, ich sehe sie gerade nicht. Auf diese Stanze, oder ist die neu? Ich weiß es gerade nicht, da kann man auch die Melone mit ausstanzen. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht und habe gedacht, jetzt ein guter Tag. Habt ihr hier eben diese großen Stempel, wo das Innenteil dann ausstanzbar ist. Da könnt ihr so ein bisschen so einen 3D-Look mitmachen. Auch cool.
Dann haben wir hier das Millionen-Set von der Alexandra Krape, Glückliche Momente, wenn ihr vielleicht so ein bisschen Alben macht oder irgendwie sowas, Layout, da passt das gut zu. Hier ist das Eis-Set, wo ihr so ein Klapp-Element mitmachen könnt. Hier, richtig cool und auch richtig groß, also das ist jetzt Originalabbildung. Das Eis ist riesig, da lassen sich mit Sicherheit tolle Sachen mitmachen. Und auch hier, was noch so dabei ist, Donut, Erdbeere, Kirsche, richtig cool. Dann habt ihr hier nochmal so eine, wie nennt sich das, Deko-Schablone, wo ihr so eine Blüte gestalten kann. Das ist halt so ähnlich wie die Sonnenblume, die es gab, nur halt mit einer Blume. Und eben auch ein passendes Stempelset dazu. Das sind die Stanzformen und das sind die Schablonen. Und wenn ihr das Produktpaket kauft, dann habt ihr hier Stempelset und Stanzform. Dann geht's weiter. Liebliche Natur, auch eine ganz, ganz tolle Serie. Ein wunderschönes Papier mit viel Gold und Naturfarben. Ein schönes Kunstlederband. Tolle Stanzform, das hier habe ich ja auch schon. Das ist auch so mein Favorit aus dem Katalog. Richtig toll. Hier mit dem Set kann ich mich noch nicht so richtig anfreuen. Wir haben schon gelacht. Das ist ja eigentlich Kakao auf dem Stammtisch, aber irgendwie könnte man auch was anderes denken. Vielleicht kommt es ja noch. Edle Kleinigkeit für dich. Also ich finde die Stempel hier schon schön, aber diese Pflanze hier, die Kakaopflanze, weiß ich nicht. Die gibt mir andere Vibes, aber auf jeden Fall habe ich ja das hier in mein Herz geschlossen. Das ist richtig toll. Da habt ihr auch ganz tolle Stanzformen. Die habe ich euch im Auspackvideo Nummer 1 schon gezeigt. Dann haben wir hier wieder ein Kartensortiment, wo ihr eure Erinnerungen, die Alben mit bestücken könnt, aber auch Karten mit basteln könnt. Hier unten noch Karten und Umschläge. Ein richtig cooles Set. Ich werde es wahrscheinlich nicht kaufen, aber ich finde es cool. Ein altes Telefon. Und ich bin 42. Ich hatte ja erst Geburtstag, ich bin 42. Und wenn ich so meinen Kindern dann erzähle, dass ich noch ein Kabeltelefon hatte und früher mit meiner Freundin in der Küche am Stuhl 2 Stunden gesessen habe. Wir hatten in der Küche so ein Brett, wo das Telefon drauf stand. Und da habe ich mir mal einen Stuhl geholt und mich davor gesetzt und direkt nach der Schule gleich wieder telefoniert. Die können sich das ja gar nicht vorstellen, ne? Also klar kam dann irgendwann auch das Handy, das war aber ein fetter Klotz, ein Familientelefon, was sich irgendwie alle geteilt haben. Aber ja, ich finde es irgendwie geil. Richtig retro. Dann haben wir die Hintergrundstempel, die habe ich euch auch schon gezeigt. Die sind richtig fett, also vor allen Dingen auch alle, die Tiere lieben, die werden auch diesen Stempel lieben. Ist einfach schön, mal sowas zu haben. Auch wenn es Hunde sind, ich hätte lieber Katzen oder beides. aber das ist cool. Und das hier ist wirklich der geheime Star, sind diese Stanzformen. Die sind toll, da gibt es auch ein Video dazu. Die haben eine wunderschöne Größe und sind alle auf einer Platte. Also das heißt, ihr stanzt nicht einzelne Buchstaben aus, sondern einmal die Platte und habt dann das ganze Alphabet. Ihr könnt natürlich auch Streifen ausschneiden und einzelne Buchstaben damit ausstanzen. Aber das ist richtig cool und weil es halt auch, ich habe ja im Auspackvideo schon gesagt, so eine schöne Größe hat und man auch mal ein langes Wort auf eine Karte stempeln kann, ist das richtig schön. Dann haben wir hier ein Pflanzenset, das besteht quasi aus so Stempeln, die immer kombinierbar sind, damit man es farblich anpassen kann. Ohne Sprüche auch wieder. Dann haben wir hier ein richtig schönes, buntes Kinderset, Kinder, ein richtig tolles, farbenfrohes Papier und auch ja, alles, was man so für die Kindheit braucht. Eine Prinzessin, eine Burg, ein Zauberer. Richtig süß. Für das tollste Enkelkind, du bist eingeladen, jeder Tag ein Abenteuer. Also könnt ihr auch schöne Geburtstagseinladungskarten damit machen. Ihr habt dann in Stanzformen noch jede Menge Möglichkeiten.
Dann haben wir hier das Wolkenset. Platz an der Sonne, was eben kombinierbar ist mit dem Celebration-Papier, mit den Wolken. Sehr schön, hier könnt fünf verschiedene Wolken ausstanzen, große und kleine Regentropfen. Das heißt, ihr könntet auch vielleicht eine Tüte machen hier mit Tropfen. Sehr schön. Dann wird es jetzt hier noch zweimal niedlich. Wir haben hier einmal das U-Boot-Abenteuer. Willkommen an Bord, alles Liebe und mehr. Willkommen an Bord, das ist entweder wahrscheinlich für ein Baby, für einen neuen Kollege oder für eine neue Demonstratorin im Team. Oder Demonstrator, ich sage immer Demonstratorin, aber es gibt auch Demonstratoren. Zum Geburtstag, hallo. Ja, das ist sehr süß und habt eben eine Handstanze dazu. Und dann hier noch eine Handstanze. Ich finde diese, wie das hier auf dieser Stanze dargestellt ist, sieht eher aus wie ein Alien, aber es wird eine Kuh. Und das ist auch total niedlich, so cool. Wie geht's, wie steht's? Heute ist dein Tag, lass die Kuh fliegen. Ja, lieben Dank, freut mich für dich. Da könnt ihr eben eine Kuh gestalten, warum auch nicht. Hier nochmal ein bisschen was Rockiges. Sehr schöne Farbkombi mit dem Schwarz-Weiß. Lässt sich dann auch schön anmalen, wie man hier sieht. Die Gitarren sind da ja angemalt. Dann habt ihr hier diverse Instrumente, Mikrofon. Also da kann man so ein bisschen was Rockiges machen. Muss ja nicht unbedingt für jemanden sein, der ein Instrument spielt. Das ist ja allgemein eher so die rockige Richtung. Dann haben wir hier das Werkzeug-Produktpaket. Passend eben zu dem Designerpapier aus der Celebration. Und ich feiere ja den Spruch, selbst ist die Frau. Da werden wir auch ein Instagram-Hop zumachen. Weil oft sind ja so werkzeugbezogene Sets nur für Männer gemünzt, aber das hier eben nicht. Dann haben wir hier nochmal für den Schulabschluss ein Set. Das ist zwar eher amerikanisch, aber ich habe schon einige gehört, die sich das kaufen und dann eben hier für die Enkel oder Kinder für den Schulabschluss nutzen wollen. Dann haben wir hier nochmal ein Strandset. Beach Day. Auch cool. Auch hier geben die Stanzformen wieder richtig viel her. Mit Palmen und Häuschen und Welle und schieß mich tot. Also richtig viel, was man da noch ergänzen kann. Dann haben wir hier Cliffs by the Ocean, einfach nur ein gezeichnetes Set. Das ist dann für diejenigen, die gerne ausmalen. Hier haben sie nochmal gezeigt, wie man das gestalten kann, wenn man die Elemente ausschneidet. Finde ich auch cool. Dann hat man so diese Lage nochmal hier im Hintergrund. Das ist auch wieder ein, so, ich würde fast schon sagen, Vintage. Das gefällt mir auch sehr gut. Mit dem Vogel vor allen Dingen, aber hier sind der Star, glaube ich, einfach die Stanzformen, weil die so richtig schöne Formen haben und auch mit dieser gestitchten Linie, Außenkante. Hier könnt ihr nochmal das Set sehen. Dann haben wir hier noch ein Millionen-Set. Sarah Schüller. Die kenne ich leider nicht. Quiet Reflection. Rare Rose, das ist ein Rosenstempelset und auch dazu gibt es ein passendes Papier in der Celebration. Da könnt ihr auch mit den Stanzformen Rosen ausstanzen, also es ist dann immer schön kombinierbar. Hier wurde dann mit den Blumen, mit den Blättern hier ein Kranz gelegt. Auch ein schönes Set, der Vogel ist total süß, Pilze, Blümchen, richtig schöne Blumen. Und hier die Prägeform, also die Prägeform. Wir haben auf dem letzten Stammtisch haben wir so ausprobiert, der Burner, die macht eine Prägung, das ist der Wahnsinn. Die ist total unscheinbar hier, aber die, also wer so auf Blumen steht, der muss die sich eigentlich zulegen. Da verspreche ich euch nicht zu viel. Hier nochmal die Powerpakete, unsere große und kleine Stanzmaschine. Und dann kommt hier eben nochmal die Zusammenfassung. Auch da könnt ihr gucken, ist immer nochmal ein anderes Bild zu sehen, nochmal eine andere Inspiration. Hier, die ist auch sehr schön, die Karte. Hier das rockige Set, mal nicht schwarz-weiß. Da kann man nochmal gucken, da gibt es immer nochmal eine neue Idee. Zusammenfassung der Stempel- und Stanzformen und Prägeformen, wenn man mal schnell was sucht.
Oder hier kann man sich auch gut mal markieren, was man schon hat. Also wo diese Stanze ist, das müsste doch eigentlich die aus dem Herbst-Winterkatalog gewesen sein. Oder ich habe sie mir nie gekauft und wollte es immer. Kann auch sein. Die Walze ist cool, da freue ich mich schon drauf, da mal ein bisschen mit rum zu experimentieren. Tolle Bänder und Strass. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Gastgeberset. Und dieses Mal ist das richtig schön. Also manche haben mir bisher haben mir die meisten nicht so zugesagt, die es da gab. Aber das hier werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Das könnt ihr aber nur bekommen, wenn ihr für mindestens 200 Euro Warenwert bestellt. Denn dann habt ihr ja diesen Freibetrag und dafür könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, dieses Set aussuchen. Aber auch natürlich alles andere. Und das ist eben hier mit einem Donut, ein Hotdog, ein Eis, Popcorn, Softdrink. Richtig cool. Und das da mit dem Heißluftpapier, mit dem Heißluftballonpapier kombiniert, kann ich mir gut vorstellen. Und hier ist nochmal die Tabelle mit den Vorteilen, die man hat. Ab 200 Euro bekommt ihr ja Warenfreibetrag, 10%. Das staffelt sich dann bis hin zu 16%. Ab 550 lohnt sich es natürlich richtig. Dann könnt ihr euch einen Artikel zum halben Preis aussuchen. Und habt eben die ganzen Celebration-Geschenke. Ja, hier hinten ist nochmal so ein bisschen Story. Und das war's. Also, falls ihr Demonstrator oder Demonstratorin werden möchtet, meldet euch gerne bei mir. Nutzt die Celebration, das Angebot ist super. Häufig gestellte Frage: In dem Starter-Set sind keine Celebration-Artikel. Also die bekommt ihr erst, wenn ihr angemeldet seid, wenn ihr das Starter-Set bekommen habt und dann erneut eine Bestellung aufgebt. Dann bekommt ihr auch ganz normal Celebration-Geschenke. Ihr habt natürlich als Demonstratorin oder Demonstrator die gleichen Vorteile wie ein Kunde. Das wäre ja doof, wenn es anders wäre. Ja, und falls ihr auch einen Katalog haben möchtet, schreibt mir da auch gerne. Nutzt das Bestellformular auf meinem Blog. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Celebration, Happy Shopping und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst. Und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal! Shut your skip go. Boy, you look good, shut your skip go. I can't go, we can't go.